Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Für all diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen, stelle ich mich einmal kurz vor. Ich bin Christine und die Gründerin und Designerin bei Create a Smile. Und ich habe euch hier an den Ort mitgenommen, an dem die Magie passiert. Das hier ist mein Kreativreich und hier entstehen fast alle unsere neuen Produkte. Also hier werden die Stempel gezeichnet, die Stanzen designt und so weiter. Und ich dachte, ich nehme euch mal hier mit hin, weil es so gut zum Anlass passt. Denn es ist schon wieder soweit. Freitag gibt es ein neues Release und es kommen ganz, ganz viele neue Produkte in den Shop. Und auf die Gefahr hin, dass ich mich von Release-Video zu Release-Video wiederhole, muss ich sagen, es gibt unendliche Möglichkeiten diesmal. Also es kommen Produkte, mit denen ihr wahnsinnig viel machen könnt. Ich sitze hier an einem Schreibtisch, der ist voller Karten von Nina, Sandra und mir, weil wir uns nicht stoppen konnten, weil wir nicht aufhören konnten, diese Dinge zu benutzen. Und wir haben wie immer lang nicht all unsere Ideen umgesetzt. Es kommt also noch ganz viel mehr auf euch zu. Aber ich glaube, dass ich euch jetzt schon ganz viel zeigen kann und ich zeige euch jetzt alle Produkte einmal ganz in Ruhe, sodass ihr euch die angucken könnt und dann zeige ich euch Beispiele, was ihr mit diesen Sachen alles machen könnt. Und ich bin sicher, dass es euch genauso aus den Latschen haut wie uns, weil wir erst beim Benutzen gemerkt haben, wie viel man tatsächlich damit machen kann. Es ist wirklich an Vielseitigkeit kaum zu überbieten. Tja, so und weil wir alle Kreative sind, ist das Thema in diesem Monat auf jeden Fall auch Kreativität. Das ist ein großer Fokus. Ich zeige euch jetzt mal, was da alles kommt. Und dann melde ich mich am Schluss nochmal. Bitte bleibt so lange dran, weil dann habe ich noch wichtige Infos für euch. Wir fangen an mit einem Set, das es im Adventskalender 23 gab, nämlich Pinselstriche. Pinselstriche ist, das ist ein so ein Pinsel, den ihr super kolorieren könnt. Und dann sind hier eben Pinselstriche drin. Das sind solide Stempel, die ihr super mit farbigen Stempelkissen stempeln könnt. Und das macht einfach total Spaß. Embossen macht mit denen auch total Bock. Die Karte hier habe ich in der Adventskalender-Videoreihe gemacht. Falls ihr euch fragt, wo die restlichen Videos bleiben, die kommen noch. 5 fehlen noch und ich nehme es mir immer wieder vor, aber irgendwie zu viele Aufgaben, zu wenig Zeit. Ich verspreche euch, die letzten 5, die noch fehlen, kommen. Aber das hier ist auf jeden Fall eine Karte, die hatte ich dann zu diesem Set gemacht. Da habe ich also von Tierisch Vielseitig dem kleinen Pinsel mit dem kleinen Bären den Pinsel in die Hand gedrückt und habe dann eben, das seht ihr hier, die Pinselstriche farbig aufgestempelt und einige davon ausgeschnitten draufgeklebt. Das ist also eine Möglichkeit, was ihr damit machen könnt. Die Nina hat das gleiche Bärchen ausgewählt und hat dann die Formen der Pinselstriche genutzt, um hier ein Herz draus zu formen, was ich auch eine echt coole Idee finde. Also ihr könnt auch versuchen, damit Formen zu bauen. Dadurch, dass ihr eben auch eine Kurve drin habt, habt ihr relativ viele Möglichkeiten. Und der Pinsel hält, der Bär hält hier eben den riesigen Pinsel in der Hand, den die Nina übrigens super schön koloriert hat, sogar mit so ein bisschen Holztextur. Wenn wir schon einmal beim Thema Farbe sind, haben wir gedacht, dass wir dieses Release tatsächlich so ein bisschen zum Thema Kunst und Farbe machen. Nicht das ganze Release, aber viel davon. Deshalb musste dieses Mal unbedingt auch bunter aus dem Adventskalender kommen. Das ist ein Chamäleon mit dem Text, du machst meine Welt bunter. Auf Englisch gibt es das auch, da steht dann You Color My World. Und dieses Chamäleon, ich weiß, dass viele von euch auf das schon warten, weil das echt beliebt ist und weil ihr da eben auch richtig Lust drauf habt, das zu kolorieren. Das war die Karte, die ich in der Adventskalender-Videoserie gemacht habe. Da habe ich also unseren großen Splotch benutzt und habe die Farbe so ein bisschen über das Chamäleon gezogen, das ansonsten schwarz-weiß ist. Das Chamäleon werdet ihr jetzt noch ein paar Mal sehen. Die Sandra hat auch eine Karte gemacht, wo sie das Chamäleon benutzt hat und hat dann einen Regenbogen in den Hintergrund gewischt. Und um diesen Regenbogen zu bekommen, ich sage ja, wir bleiben beim Thema Farbe, haben wir einen neuen Stencil. Der heißt Regenbogen Retro. Warum der so heißt, dazu komme ich später. Wir fanden nämlich, ich glaube, man sieht den hier drin jetzt gerade schlecht. Ich packe euch den mal aus. So ist er ganz gut zu erkennen. Und mit dem könnt ihr eben diese Regenbögen wischen. Das heißt, ihr könnt die ersten 3 machen in verschiedenen Farben. Dadurch, dass hier immer ein Streifen zwischen ist, berühren sich dann eure Farbflächen auch nicht. Und dann dreht ihr den um und die anderen 3 passen exakt in die Lücken. Das bedeutet, dass ihr so wirklich, also das kann ich euch hier dran ja mal zeigen, hier waren also die mittleren Streifen abgedeckt, der und der Streifen sind abgedeckt und ihr könnt die in Ruhe einfärben. Upsala, und dann dreht ihr es um und dann könnt ihr eben die anderen machen. Und so kriegt ihr sehr, sehr saubere Farbflächen, so wie die Sandra das hier eben auch gemacht hat. Aber wenn ihr euch den mal genau anguckt, kann der eben mehr als nur Regenbögen. Wir haben den vor allen Dingen für Regenbögen benutzt, aber mit dem kann man halt auch ein ziemlich cooles Retro-Muster machen. Dazu kommen wir später. Und ihr könntet aber mit dem auch versuchen, mal eine Zielscheibe zu machen. Das ist bisher nur auf unserer To-Do-Liste, haben wir noch nicht gemacht. Aber ich glaube, dass auch das eine Möglichkeit ist, da ganz kreativ mit umzugehen. Die Nina hat auch das Chamäleon mit dem Stencil kombiniert. Sie hat dann das Chamäleon draufgelegt und die Flächen ähnlich koloriert, wie das hinten gewischt ist. Also sie hat nicht über das Chamäleon gewischt, sondern das sind Copy-Kolorationen. Sie hat auch Pünktchen reingemacht, so ein bisschen Textur. Aber sie hat sich eben an den Farben orientiert, die sie vorher gewischt hatte.
eine richtig schöne Idee. Und dann hat sie unsere Monstera-Stanzen aus dem Double Pierced Ovals Set. Also es sind ja so Ovale, die man super benutzen kann. Da sind eben auch Monstera-Blätter mit drin und die hat sie damit drauf gemacht. Vorhin hatte ich hier eine Katze auf dem Schreibtisch liegen. Deshalb gibt es hier noch ein paar Katzenhaare gratis dazu. Und dann hat die Nina noch ein paar Pailletten draufgesetzt. Ich finde es richtig schön. Wie gesagt, also damit kriegt ihr Regenbögen super simpel hin. Und dann könnt ihr euch eben auch entscheiden, ob ihr die sehr kräftig wischen wollt oder doch so ein bisschen softer. Ihr wisst ja, die Nina liebt softe Farben, aber sie liebt auch Regenbögen. Und so kann man eben auch sehr unterschiedliche Regenbögen gestalten. Ich habe mich auch für knallige Farben entschieden und habe dann kein Camouflage gemacht. Bei Sandra und bei Nina verschwindet ja das Chamäleon jeweils so ein bisschen auf dem Hintergrund. Ich habe einfach ein Lama davor gesetzt, das kommt aus Hut ab. Und das Lama trägt aber auch einen Regenbogen auf der Wimpelkette. Und dann habe ich gedacht, der Text, du machst meine Welt bunter, aus dem Chamäleon-Set passt aber gut dazu. Ich habe außerdem hinter den Regenbogen dann auch unseren Wolkenhimmel gewischt. Ich hoffe, dass ihr das hier gut sehen könnt. Ich habe den wirklich sehr blass gewischt, aber ich dachte, zu einem Regenbogen gehört auch ein Himmel dazu. Die Nina hat den Stencil dann auch mal anders verwendet. Ich zeige ihn euch nochmal. Sie hat den quasi so aufgelegt und gewischt, wie er ist und hat diesen Streifen, der dazwischen ist, dann total clever genutzt. Also sie hätte ja auch wischen können und das Ganze ein bisschen verschieben können, sodass es Kante an Kante ist. Hätte sie auch machen können. Aber sie hat sich dafür entschieden, den Streifen so zu lassen, wie er ist und hat den dann mit Kaffeeböhnchen gefüllt. Total schön. Denn sie wollte das gerne die Kaffeemühle benutzen, die ja auch aus dem Adventskalender kommt. Und die kommt nämlich in diesem Release jetzt auch. Das ist das Set nicht alt. Der Text darin sagt, du bist nicht alt, du bist Vintage. Und dann gibt es eben diese Kaffeemühle, wie viele von uns die früher zu Hause hatten, mit ein paar Kaffeeböhnchen. Ich finde Ninas Karte wirklich schön. Außerdem sind das natürlich fast unsere Logofarben. Deshalb bin ich natürlich ohnehin begeistert. Mint mit Braun, total schön. Und dann hat sie eben auch den Text hier getrennt und hat oben über diesem, ja, über diesem Streifen, du bist nicht alt, und darunter, du bist Vintage. So seht ihr also, dass ihr auch ganz, ganz andere Sachen mit diesem Stencil machen könnt und nicht nur Regenbögen. Und ihr könnt eben auch nicht nur oben einen Bogen machen. Wir haben uns ja hier quasi darauf versteift, so alles auf einer Seite zu machen. Sondern die Nina hat eben sowohl unten als auch oben und dann so einen auseinandergezogenen Kreis daraus gemacht. Ich glaube wirklich, dass es damit ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt. Und ich bin gespannt, was ihr da noch alles zu zaubert. Ja, wie gesagt, also Vintage kommt auch. Hier seht ihr meine Karte, oder das heißt ja nicht Vintage, sondern nicht alt auf Deutsch. Hier seht ihr die Karte, die ich in der Adventskalenderreihe schon gemacht hatte. Da habe ich mich dann eben für so gedeckte Retrofarben entschieden und habe auch die Kaffeemühle draufgesetzt. Das hier sind übrigens unsere Stitched Circle Frames. Das sind eben so Rahmen, wo es dann auch so einen Rahmenaufhänger gibt. Vielleicht wird euch später sowas nochmal begegnen. Könnte ja sein. Denn hier haben wir auch einen Rahmenaufhänger, ist aber ein anderer. Zeige ich euch mal. Anderer Rahmenaufhänger. So, wie kommt das nun zustande? Das hier ist eine Karte von der Sandra. Und die Sandra hat auch die kleine Kaffeemühle benutzt und hat dann aber hier hinten noch Bilder in Rahmen, die auch so ein bisschen retro-vintage sind. Hier ist eben der Text und hier ist ein kleines Radio aus der, ich glaube, das ist eins von unseren Goodie-Minis, bin ich mir gar nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall eins von unseren Minis. Und wo kommen nun die Rahmen her? Aus unserem neuen Stanzenset Rahmen. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt gut sehen, denn das enthält nicht nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rahmen, sondern auch einen Rahmenaufhänger und ganz viele Accessoires, sodass ihr theoretisch, das war mein Gedanke dabei, hier Bilder von Tierchen reinsetzen könnt in die Rahmen und denen könnt ihr ganz viele Accessoires aufsetzen. Ihr könnt natürlich aber auch nur die Rahmen benutzen, so wie die Sandra das gemacht hat. Oder nur die Accessoires. Das geht alles. Aber ich habe gedacht, wenn wir schon Accessoires machen, und das hatte ich schon lange, lange vor, dann mache ich das zusammen mit Rahmen, sodass man wirklich quasi Bilder von so schicken kleinen Tierchen oder so da reinsetzen kann. Theoretisch aber auch super cool zum Scrapbooking. Ihr könnt ja zum Beispiel eure eigenen Fotos hier reinmachen und dann so ein bisschen wie so Fotoprops euch einen Schnurrbart aufsetzen, euch einen Hut aufsetzen, eine Fliege oder eine Krawatte anziehen. Blümchen ins Haar, Brillen aufsetzen. Also ich glaube, dass man hiermit ganz viel witzige Sachen machen kann. Natürlich haben wir auch da ein paar Beispiele für euch. Ich habe mir mal erst unsere Biber genommen von Steiler Zahn und habe die in die Rahmen gesetzt, weil ich unbedingt ausprobieren wollte, wie gut man die Holztextur sieht. Und ich bin jetzt nicht sicher, in welchem Winkel ich das Ganze hier halten muss, damit das Licht entsprechend scheint und ihr das sehen könnt. Aber auf zwei der Rahmen, auf dem quadratischen und auf dem rechteckigen, sind so Holztexturen. Die werden da reingeprägt. Das funktioniert besser, wenn ihr ein bisschen mehr Druck in eurer Kurbelmaschine habt, also das Papier sehr dick ist oder ihr noch was drunter legt. Aber auch sonst zeichnet sich das ab. Das hier ist allerdings tatsächlich 300 Gramm Recycling Natur Cardstock. Und da sieht man diese Holztextur
sehr gut. Zumindest ich sehe sie gerade. Ich hoffe, dass man die auf der Kamera auch gut erkennt. Dazu habe ich dann unseren Mauerstencil genommen. Den habe ich hinten einmal reingeprägt und dann hier die Fensterstanze benutzt, um so ein Panel auszustanzen, wo ich dann die Rahmen drauf gemacht habe, sodass die Bilder von den Bibern eben an der Wand hängen. Dann habe ich mir einmal die ganzen Accessoires genommen und habe tatsächlich mir Cardstock-Reste genommen, die ich in meiner Restekiste hatte, habe die alle mit Klebeband von hinten bezogen und einfach, das kann ich euch auch zeigen, ich habe mir hier einfach so ein ganzes Arsenal an Accessoires ausgestanzt, habe also die ganzen Stanzen zusammengelassen, weil ich das schön einfach fand, habe mir Reste genommen, die mit Klebeband bezogen und dann kräftig ausgestanzt und jetzt habe ich ganz, ganz viele Accessoires, die ich auf unterschiedliche Tiere kleben kann. Eine dieser Karten seht ihr hier, da habe ich also die ganzen Tiere von Tierisch Vielseitig genommen und habe die aber nur in Schwarz-Weiß koloriert. Das sind jetzt quasi alles Albinos, weil ich wollte, dass wirklich durch die Accessoires dann so Farbtupfer kommen. Und hier seht ihr, dass es auch, wie gesagt, zwei unterschiedliche Hüte gibt. Es gibt einen so einen Zylinder und einen so einen, ich nenne ihn mal Al Capone-Hut. Ich bin sicher, dass er eigentlich einen anderen Namen hat. Und wenn ihr den Namen von diesem Hut kennt, lasst mir gerne einen Kommentar da, denn ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Hier erkennt ihr auch, dass ihr bei der Krawatte habt ihr ja zwei Teile. Ihr habt einmal die Krawatte und ihr habt einmal diesen Knoten von der Krawatte, sodass das auch ein bisschen 3D wird und der Knoten dicker ist als die Krawatte selber. Genauso ist es bei der Fliege übrigens auch. Die seht ihr hier. Und hier könnt ihr eben dann sowohl bei dem Zylinder als auch bei diesem Al Capone-Hut, könnt ihr dann da eben auch ein Hutband drumherum machen. Hier ist ein Blümchen im Haar, das hat auch ein kleines Blatt dran. Ich finde wirklich, man kann da total viel mitmachen und Tierisch Vielseitig bot sich halt irgendwie an. Da habe ich die einfach maskiert hintereinander gesetzt. Die Nina hat sich auch mit den Rahmen beschäftigt und hat das Kunstthema noch so richtig aufgegriffen, hat die Mauer im Hintergrund, unseren Mauerstencil. Du machst meine Welt bunter. Hier ist nochmal Pinselstriche mit verwurstet. Hier übrigens auch, hier hat sie den Hintergrund damit gemacht. Witzigerweise übrigens, das hier, ich finde ja, sieht ein bisschen aus wie ein Monster. Nina hat gesagt, das ist ein Smiley. Also der ist eigentlich, sollte er gut gelaunt aussehen. Ich finde, sieht so ein bisschen böse aus, aber ich finde es witzig. Und der ist auch gemacht mit Pinselstriche. Da hat sie also die Formen von Pinselstriche genommen. Hier diesen Bogen und die zwei kleinen und hat daraus ein Gesicht gemacht. Ich finde es sehr, sehr süß. Und hier hat sie unsere kleinen Blüten genommen und aufgeklebt. Total schön. So, und jetzt ist es euch bestimmt aufgefallen, hier unten sitzt ein Künstlerfreund, übrigens auch mit der Brille aus Rahmen. Also die findet ihr hier auch. Und die Brille ist bunt. Aber dieser Künstlerfreund, den kennt ihr noch nicht. Das ist nämlich Mr. Otter. Denn eins unserer neuen Stempelsets, und ich habe es in euren Kommentaren auf Instagram schon gesehen, dass ihr da super scharf drauf seid, das ist Otterliebe. Und Otterliebe hat unterschiedliche Otter drin. Einen, der im Schwimmring sitzt, zwei, die Händchen halten, denn das ist ja das, wie Otter schlafen. Die treiben auf dem Rücken auf dem Wasser und halten dabei Pfötchen. Das ist unglaublich süß. Ich weiß, dass Otter nicht nur süß sind. Das sind schon ganz schöne Raubtiere und die nehmen auch Gefangene und so. Die sind, ich weiß das, aber ich möchte nur die süße Seite von den Ottern sehen und genau diese süße Seite habe ich dann hier eben gezeichnet. Mit den Zweien, die die Händchen halten, der hier sitzt so, dass ihr dem super was in die Pfoten geben könnt. Der hier schwimmt und dem kann man dann diese Fahne hier in die Pfote geben, sodass er die hinter sich herzieht im Wasser, zeige ich euch gleich. Und wir haben auch ein Otter-Baby mit dabei, sodass das auch super für Babykarten ist. Den hier kann man super für Valentinstag benutzen, aber natürlich auch für andere Anlässe. Der trägt ein Herz, also für herzliche Glückwünsche zum Beispiel ist der ganz gut. Oder für irgendwas, was von Herzen kommt, da könnt ihr den also super benutzen. Und wenn die Otter schwimmen oder unter Wasser sind, dann könnt ihr denen natürlich auch ein paar Blubberbläschen geben. Es geht jetzt also unter Wasser. Achtung, jetzt kommen viele Karten, denn wir konnten uns bei den Ottern auch nicht zusammenreißen. Die Nina hat den Otter auf den großen Splotch gesetzt und ihr seht, hier hat sie tatsächlich einen echten Faden an die Fahne gemacht. Sie hätte das auch einfach so lassen können, aber sie hat gedacht, sie macht noch ein kleines Extra dran und hat ihm dann den Faden so unter der Pfote durchgefädelt. Sehr, sehr süß. Sandra hat einen ziemlich coolen Hintergrund gemacht, indem sie mit unterschiedlichen Distress Inks oder Oxides, glaube ich, gewischt hat und damit einem Wassertankpinsel drüber gegangen ist in Wellenform und dadurch sind solche Wellen entstanden. Ich finde, es sieht echt cool aus und da sind eben Otter Mama und Otter Baby. Ich habe dann aus dem Set Rahmen eine der Sonnenbrillen genommen und habe also es ist ja eigentlich eine Brille, aber ich habe eine Sonnenbrille draus gemacht, indem ich Vellum ausgestanzt habe und das ein bisschen grau eingefärbt habe für die Gläser. Und habe dann mit unseren Long Waves hier diese Wellen gestanzt aus Vellum, das ich vorher auch eingefärbt habe. Und so schwimmt der Otter da ziemlich gechillt auf dem Wasser. Hier habe ich es dann mal in Richtung Valentinstag versucht. Und kann euch jetzt schon mal verraten, also ich habe hier unsere Small Polka Dots im Hintergrund benutzt, weil ich fand, die passten irgendwie richtig gut dazu. Shadows and Flowers habe ich genommen, um den Schatten unter den Otter zu setzen. Ich finde auch, dass das dem Otter nochmal so ein
So ein, also ich finde, es setzt ihn noch mal ein bisschen mehr in den Blickpunkt. Und ich habe unsere alte Stanze Doppeltes Du benutzt. Die haben wir auch noch. Ich habe aber festgestellt, dass wir aktuell gar keine Texte haben, die gut dazu passen. Deshalb habe ich mir das mit klein und fein dazu gestempelt. Ich verspreche euch aber, dass diesem Missstand irgendwann, dass ich gegen diesen Missstand angehen werde, sodass wir zu der Stanze Doppeltes Du auch wieder vernünftige Texte dazu haben. Dann habe ich hier noch eine Karte, da habe ich mit Copics einen Hintergrund gestaltet. Die Anleitung dazu habe ich von Sandy Allnock. Die hat eine Copic Coloring Class, die ist allerdings auf Englisch. Aber da erklärt sie so Unterwasserszenen und da habe ich gelernt, wie man diesen Hintergrund macht. Ich mag es total gerne. Ich überlege aber auch, ob man das irgendwie mit einem Stencil umsetzen kann und ob ich da mal was in der Richtung machen könnte. Ich habe übrigens eine kleine Blüte genommen, die kommt auch aus Rahmen, aber ich könnte auch eine von den kleinen Blüten nehmen. Und hier seht ihr eben, wie das aussieht, wenn der Otter dann diese Fahne festhält. Der Text, lass dich treiben, kommt aus dem Set Lieber Meer, wenn mich nicht alles täuscht. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber von einem von unseren maritimen Sets auf jeden Fall. Und dann habe ich unsere Wellenkreisstanze für den Rand benutzt, welcher runde Karten gerne mag. Die Nina hat den Otter auf ein Floß gesetzt. Zu dem Floß komme ich später nochmal. Und hat dem Otter einen Text dazu gesetzt, nämlich, wie gesagt, wenn man den mit dem Herzen nimmt, dann kann man auch sehr gut herzlichen Glückwunsch nehmen. Übrigens hat sie im Hintergrund unseren Waves-Stencil mehrmals versetzt gewischt und dadurch so eine Wellenstruktur bekommen. Das finde ich richtig schön. Aber die herzlichen Glückwunsch-Stanze kennt ihr auch noch nicht und die ist nämlich unser nächstes Produkt. Das ist also mal wieder eine Textstanze mit Schatten. Da habe ich mein Lettering kombiniert mit einer Blockschrift und habe dann einen Schatten dazu gesetzt. Beim herzlichen Glückwunsch müsst ihr beachten, dass das zwei Teile sind. Also das meiste hängt zusammen, aber das GLU ist nicht verbunden mit dem Rest. Die Ü-Pünktchen sind hier oben am Haar fest. Das heißt, ihr müsst nicht auf die Suche nach den Ü-Pünktchen gehen. Die sind verbunden. Aber das hier ist ein Teil und das ist ein anderer Teil. Den müsst ihr dann eben zusammenpuzzeln. Aber anders hätte es blöd ausgesehen, das zu verbinden. Deshalb habe ich es so gemacht und so gefällt es mir richtig gut. Und wie gesagt, dann habt ihr den Text und den Schatten. Und ich hoffe, dass ihr das hier gut erkennen könnt. Die Sandra hat sich den herzlichen Glückwunsch nämlich auch mal genommen und hat mit Craft und Braun gearbeitet und das Ganze als Teil von einem Wegweiserschild genommen. Das ist schon der Übergang zu unserem nächsten Produkt, denn das Stanzenset Wegweiser ist unterwegs. Da kriegt ihr verschiedene Bretter, die teilweise auch eine Pfeilspitze haben, sodass sie irgendwo hinzeigen können. Aber ihr könnt auch einfach nur Bretter nehmen, also quasi ein Schild, kein Wegweiser, sondern ein Schild. Unten kriegt ihr diesen Grasbüschel und es gibt Pfeile da drin. Unterschiedliche Pfeile, die in eine Richtung zeigen können und ein X. Warum ich hier ein X reingemacht habe, zeige ich euch gleich. Dabei hatte ich ganz bestimmte Karten im Hinterkopf. Jedenfalls könnt ihr diesen Wegweiser eben auch so benutzen wie die Sandra und könnt natürlich oben was anderes dran machen. Aber wir haben auch zu dem Wegweiser ganz, ganz viele Beispiele. Denn man kann mit dem noch viel, viel mehr machen als nur Schilder und Wegweiser, wie vor allen Dingen die Nina mit ganz vielen grandiosen Ideen beweist. Aber erstmal ein Klassiker. Hier habe ich den kleinen Party-Dino genommen, habe den Wegweiser hingesetzt und habe das Wort schöner, also aus dem Set wieder ein Jahr, habe ich hier die Texte genommen, wieder ein Jahr, schöner, weiser, reifer, älter, habe ganz frech das schöner durchgeixt, deshalb ist hier ein X drin, damit man auch sagen kann, nee, 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 das hier ist die falsche Richtung. Also schöner wirst du nicht, aber weiser, reifer und älter immerhin, habe ich gedacht, ist so eine witzige Geburtstagskarte. Ich mochte die Idee ganz gerne und habe auch hier unseren Wolkenhimmel in den Hintergrund gewischt und unten die Graskante habe ich gemacht mit Wald und Wiese. Ich hoffe, das könnt ihr gut erkennen. Sandra hat dann gedacht, naja, wo kann denn noch so ein Schild stehen und hat es in die Wüste gesetzt, hat auch das Lama genommen, was ich vorhin benutzt habe, von Hut ab und auf dem Schild steht, die Fiesta kann starten. Was ich witzig finde, ist, dass sie Sandra dem Schild dann noch diesen Sombrero aufgesetzt hat. Die Sandra hat dann auch einmal das Nashorn genommen von Beach Party und hat hier Wünsche drauf gestempelt. Und das ist natürlich auch eine schöne Art, die Schilder zu benutzen. Einfach beste Wünsche für das Geburtstagskind, so dass es nicht unbedingt in irgendeine Richtung zeigen muss oder auf irgendwas anderes hinweist, sondern einfach als Basis für eure Grüße ist das eine total schöne Idee. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ein paar von diesen Brettern genommen und bunt ausgestanzt. Das sind die Farben, die wir jetzt am Wochenende in unserer Facebook-Gruppe Create a Smile Friends and Family als Farbchallenge hatten. Die habe ich mir also genommen und habe dann den Pinsel von Pinselstriche dazu genommen und auch ein bisschen mit den gleichen Farben gestempelt. Das sind auch kleine Pinselstriche aus dem Set Pinselstriche.
In dem Set Freunde findet ihr den Text Kreative Freunde sind die Besten und damit war die Karte schon fertig. Also das ist wirklich eine sehr simple Karte. Ich wollte euch nur zeigen, dass die eigentlichen Schilder, die ja eigentlich Holzbretter darstellen sollen, eben auch als Pinselstriche total gut passen. Vor allen Dingen passen die von der Breite her auch super zu dem Pinsel in Pinselstriche. Nina hatte dann eine großartige Idee und hat aus diesen Brettern eine Wickelkommode gebaut. Sie hat hier dann Teppich hingelegt, das ist auch von Shadows and Flowers und hat Shadows and Flowers auch benutzt, um da so eine Wickelauflage drauf zu machen. Also diese Details auf der Karte sind der Oberhammer. Sie hat auch das Rahmenset benutzt, um hier einen Rahmen hinzuhängen und hat da eine Bärenfamilie reingemacht. Ich finde es so süß. Glückwunsch zu eurem Knirps und dann die Wickelkommode dazu, wo sie hier so Enamel-Sticker benutzt hat als Knöpfe. Ich bin, also von der Karte bin ich echt geflasht, weil ich da niemals drauf gekommen wäre. Als ich das designt habe, habe ich gedacht, ja, Bretter, wunderbar, aber da wäre ich nicht drauf gekommen. Auch Ninas Idee war übrigens, und jetzt kann ich es euch verraten, das Floß, das ist auch mit dem Wegweiser gemacht. Also die Bretter hier raus hat sie zu einem Floß zusammengebunden. Hier ist wirklich echter Faden. Es ist so, so clever. Dann hatte die Nina eine ähnliche Idee wie ich und hat auch die Texte von Wieder ein Jahr benutzt und hat dann aber auch noch die Möwengänge dazu genommen. Jetzt steht das Schild am Strand und die Möwe scheißt auf älter, weiser und reifer. Das finde ich ziemlich witzig. Mach's für die Möwe, scheiß drauf, älter, weiser, reifer, draufgeschissen. Herzlichen Glückwunsch. Also ihr seht schon, das eignet sich echt ganz gut für etwas, naja, sagen wir, für so Karten mit einem Augenzwinkern. Aber, und jetzt kommt der eigentliche Grund, warum ich das X mit reingemacht habe. Mein Gedanke war nämlich, dass man dort dann so Richtungen im Leben auch irgendwie mit dem Wegweiser umsetzen kann. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Einschulung ansteht, dann könnt ihr sagen, es geht Richtung Schule und Kindergarten ist vorbei. Deshalb habe ich hier also den Kindergarten durchgeixt und Schule guckt eben nach rechts. Das sind Texte aus dem Set Ziele. Die haben wir extra, oder die habe ich extra so gemacht, dass die alle hier reinpassen. Also die Texte aus Ziele passen perfekt in die Wegweiser rein. Und da habt ihr Kindergarten, Ruhestand. Ich versuche mal das, also ich lese einmal alles vor und dann sage ich euch, was ich mir zusammen gedacht habe. Kindergarten, Ruhestand, Schule, Party, Erfolg, Urlaub, Glück, Abitur, Freude, Arbeit, Entspannung. Und hier seht ihr schon, man kann das Ganze ohne die Wegweiser benutzen, nur Arbeit und dann Richtung Entspannung oder Kindergarten Richtung Schule oder Arbeit Richtung Ruhestand. So, oder ihr könnt da eure Ziele so formulieren, wie ihr das gerne möchtet. Und ihr könnt immer Dinge durchixen, wenn ihr das möchtet. Aber vielleicht ixt ihr nicht die Party durch, das fände ich schade. Die Nina hat diese Texte dann benutzt ohne den Wegweiser, um euch zu zeigen, dass das geht, hat Arbeit durchgeixt und hat gesagt, nee, jetzt steht Entspannung an und hat aber den Pfeil aus dem Set Wegweiser benutzt. Hier hat sie nochmal die Rahmen benutzt und hat die Rahmen tatsächlich als so ein Regalcube genommen, wo dann Bücher drin liegen und wo die kleine Schildkröte aus Abschalten ein Buch liest. Hier die Lampe und die Bücher und das Buch hier sind aus unserem Bookmark-Stanzen-Set. Finde ich eine total süße Kombi und ich finde es auch total süß, dass die Schildkröte auf so einem Stück Teppich sitzt. Sie hat sich jetzt also auf den Boden gesetzt und liest in Ruhe und entspannt. Zum Thema Entspannung passt auch der Urlaub, der hier auf der Karte ansteht. Hier ist dann also wieder der Wegweiser, es geht Richtung Urlaub. Und hier hat die Nina dann einen unserer Kakadus aus Tada, hat ihm einen Drink in die Hand gedrückt, was ich ganz fantastisch finde. Und hat unseren Monstera-Stencil benutzt, um hier Monstera-Blätter drumherum zu wischen. Ich finde übrigens die Farbkombi von diesen Grüntönen mit diesem Beigen hier unten. Ich nehme an, dass das wahrscheinlich Distress Ink in Antique Linen ist, weiß ich aber nicht genau. Und so ein bisschen braune Sprenkel. Ich finde das richtig schön und ich finde auch, dass man den Dschungel da schon so ein bisschen fühlen kann. So, und jetzt kommt ein Set, das auch aus dem Adventskalender ist, nämlich Wahr werden. Mögen all deine Wünsche wahr werden. Das ist also ein Textset. Auf Englisch gibt es auch May all your wishes come true. Da geht es also um wunderschöne Glückwünsche. Auch da hat die Nina eine Karte für euch, wo sie den kleinen Pinguin aus Torte mit der Torte zusammengenommen hat und hat dem einen Regenbogen verpasst, hat den Text sehr prominent auf der Karte und die Karte sonst relativ schlicht gehalten. Aber vielleicht seht ihr es, hier hinten hat sie als Hintergrund einen regenbogenfarbigen Klecks gewischt. Finde ich total schön. Da hat sie also wirklich so ganz zart, aber es ist ein Regenbogen. Und das ist einer unserer neuen Stencils. Weil ihr den Splotch so liebt, habe ich nämlich beschlossen, dass es Zeit wird, dass wir auch mal kleinere Kleckse haben. Und deshalb gibt es jetzt im Release kleine Kleckse.
Also da gibt es 4 verschiedene. Das hier ist der größte, das ist so ein Doppelklecks. Aber es gibt auch ein paar andere und die alle haben auch noch so Spritzer. Und die habe ich tatsächlich, vielleicht habt ihr es in meiner Instagram-Story gesehen, die habe ich wirklich von Hand gesprenkelt. Also ich habe Tusche mit Wasser gemischt in verschiedenen Dicken, also manchmal dicker angerührt, manchmal dünner angerührt, aus verschiedenen Höhen, mit verschiedenem Schwung auf Papier tropfen lassen. Der ganze Schreibtisch war voll mit Papier und Klecksen. Und dann habe ich hinterher die Kleckse rausgesucht, die mir am besten gefallen. Die kriegt ihr also so nirgendwo. Es sind absolute Unikat-Kleckse, könnte man sagen. Und die könnt ihr jetzt unikatmäßig auch mit Regenbögen wischen. Ein anderes total süßes Beispiel von der Nina ist das hier. Da hat sie den Klecks genommen und hat draufgestempelt, hast du dir was eingefangen? Gute Besserung. Weil sie sich daran erinnert fühlte, dass der Klecks so ein bisschen aussieht wie so ein Bacillus. Und dann hat sie dem so Googly Eyes gegeben. Ich finde es so süß. Ich glaube übrigens mit Pinselstriche hat sie dem da noch so Ärmchen und einen Mund gemacht. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr süß. Ich wäre niemals auf so eine Idee gekommen, da eine Figur drin zu sehen. Aber es ist cool. Es ist richtig, richtig cool. Dann hat die Nina noch eine Karte gemacht mit Fischen. Das ist zum Sternzeichen Fische, deshalb hat sie die Kleckse in blau gewischt. Und jetzt haben wir für euch endlich auch das Set Astro, wo ihr die Sternzeichen als Texte bekommt. Wir hatten ja im letzten Release die Sternzeichen drin und da habt ihr euch gewünscht, dass es super wäre, wenn es auch die entsprechenden Worte dazu gäbe. Deshalb habe ich immer das Wort gelettert, den deutschen Begriff für das Sternzeichen. Darunter steht dann jeweils die lateinische Variante und das Datum. Das mit dem Datum ist übrigens gar nicht so einfach, habe ich festgestellt, weil scheinbar das Sternzeichen in der Mitte des Tages kippt. Und manche Horoskope werten dann meinetwegen den 20.02. noch zum Sternzeichen davor. Für einige ist es schon Fische. Also es war so ein bisschen Recherchearbeit. Wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen so gemacht, dass wir hoffen, dass wir die Mehrheitsmeinung damit abbilden und haben hier dann eben die Daten drin. Wir haben also Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. All diese Worte mit der lateinischen Bezeichnung, zum Beispiel Capricornus. Ich dachte immer, es hieße Capricorn, aber es ist tatsächlich Capricornus und das ist zum Beispiel vom 22.12. bis 20.01. Ja, da hat die Nina auch noch eine Karte dazu mit dem Schützen und hat hier mit Lots of Stars, mit unserem Lots of Stars Stencil, dann eben das Sternzeichen-Thema aufgegriffen, hat auch unsere Stars-Stanze benutzt mit so ein paar Glitzersternchen. Und da steht dann eben, also da ist der kleine Schützebär und dann steht da eben Schütze Sagittarius 23.11. bis 21.12. Total süß. Ich habe auch eine Karte gemacht, ich habe mir den Stier geschnappt. Auch ich habe die Stars-Stanze benutzt und habe im Hintergrund, ich hoffe, das könnt ihr sehen, Ton in Ton gestanzt. Also ich habe hier so ein Craftpapier für meine Karte benutzt und habe aus dem gleichen Craftpapier Sterne genommen, sodass das jetzt fast aussieht, als wäre es reingeprägt, aber es ist tatsächlich draufgeklebt. Also es sind tatsächlich einfach Sterne in der gleichen Farbe und da habe ich dann eben sowohl die Outlines als auch die soliden miteinander benutzt und habe eine der Formen aus dem Wegweiser benutzt als Schild, wo ich den Text draufgestempelt habe. Ihr seht also auch einfach nur, wenn ihr einen Text irgendwo auf der Karte platzieren wollt, auch dafür eignen sich die Wegweiser richtig gut. Und so habe ich dann eben meinen Stier umgesetzt. Wir kommen nochmal kurz zurück zum Klecks. Die Nina hat hier den Klecks in wunderschönen Frühlingsfarben benutzt und hat dann Blumen drauf gemacht, die erstaunlich klein sind. Vielleicht kommen sie euch bekannt vor. Kleine Osterglocken, kleine Tulpen, wo kommen die denn her? Es ist endlich soweit. Ihr habt lange danach gefragt. Es gibt endlich, endlich, endlich die Frühlingsminis. Da findet ihr den kleinen Marienkäfer, einen Krokus, ein kleines Körbchen mit Küken drin. Eine Kirsche, ein Schmetterling, ein Huhn, das kleine Entenküken, eine Tulpe, das Küken aus Extraordinary Egg Hunt. Ihr findet einen kleinen Hasen mit Schere, also einen gärtnernden Hasen, eine kleine Kirschblüte, einen Ostereihasen. Hier ist der kleine Hase mit Blumen, der ist ja noch relativ neu. Hier ist nochmal ein Osterei, ein springender Frosch, die kleine Osterglocke. Hier ist schon was ganz, ganz Neues dabei, nämlich der kleine Otter mit Herz, weil ich dachte, im Frühling ist ja auch Valentinstag. Ja, ist noch fast im Winter, aber ich habe gedacht, den nehmen wir mit rein. Dann haben wir das kleine Küken, das als Hase verkleidet Ostereier anmalt. Also ihr habt auch Ostermotive hier drin, aber nicht nur. Hier habt ihr Johannisbeeren, hier ist nochmal ein Hase mit Ostereiern. Hier ist ein Schneeglöckchen, eine Raupe, ein Küken und nochmal 2 Hasen. Einmal der Hase mit Herz und der Hase aus Froh Ostern. Aber natürlich sind die Hasen auch abseits von Ostern total süß zu benutzen. Also ihr könnt einiges davon für Ostern nehmen. Gerade die Ostereier sind vielleicht sehr osterspezifisch. Aber ganz vieles da drin hat mit Ostern auch nichts zu tun, sondern kann im ganzen Frühling benutzt werden. Und die Nina hat sich dann eben für die Blumen entschieden und hat die mit den Vasen aus unserem Set Vasen verknüpft.
So, und jetzt wird es aber spannend. Wenn ihr mal genau hinguckt, so richtig genau hinguckt, dann neigt sich die Osterglocke nach rechts. Jetzt hat die Nina aber eine Osterglocke, die sich nach rechts neigt und eine nach links. Wie kommt denn das? Und bei den Tulpen das Gleiche. Und da ist was, das war schon länger mal auf unserer Agenda und kürzlich hat sich das dann jemand gewünscht. Die liebe Anna hat gesagt, könntet ihr nicht mal etwas machen, um Spiegel zu stempeln? Deshalb kommt hier ein Spiegel, der ist, ein Stempel, der ist komplett solide in A7 und das ist Spiegelhilfe. Denn damit könnt ihr eure Stempelabdrücke spiegeln. Die Nina hat das hier gemacht und hat eben die Osterglocke gespiegelt und auch die Tulpe. Und das hat fantastisch funktioniert. Nina wollte extra gucken, ob das auch bei den feineren Linien funktioniert. Weil wir ja gerade bei den Minis sind die Linien ja deutlich dünner als bei unseren anderen Motiven. Und auch das funktioniert. Kleiner Disclaimer. Es ist schon so, dass ein gespiegelter Abdruck nie so knackig schwarz wird wie ein original gestempelter Abdruck. Aber man kriegt gute gespiegelte Abdrücke damit hin. Und im Zweifel könnt ihr dann natürlich die Sache auch nachziehen. Weil wenn das wirklich ein guter Abdruck ist, dann lässt er sich auch sehr leicht nachziehen, wenn man die Linien sehr gut sieht. Ich mache euch aber nochmal ein Video dazu separat. Aber endlich gibt es eine Lösung zum Spiegeln. Die Nina hat hier die Linien übrigens nicht nachgezogen. Die sind auch, das seht ihr, also bei Vasen, hier der Abdruck ist sehr, sehr schwarz, sehr dunkel. Und die Osterglocken sind ein bisschen heller und trotzdem kann man sie aber super gut erkennen. Also es klappt tatsächlich erstaunlich gut. Vielleicht habt ihr vor ein paar Tagen das Video auf Instagram gesehen, bei dem ich hier den Hintergrund so Freestyle koloriere. Und ich habe eben auch die Kakadus koloriert. Koloriert habe ich sie auch, aber ich habe sie gespiegelt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich hinterher die Copic Multiliner genommen habe und die Linie nochmal nachgefahren bin, weil der nicht so schwarz war wie der und ich wollte sie gleich haben. Die Copic Multiliner gibt es bei uns im Shop auch. Das ist ein Fünferpack und da sind unterschiedliche Strichstärken drin, sodass ihr für jede Strichstärke im Stempelmotiv auch gut gewappnet seid. Wenn der Abdruck gut ist, und das ist er in der Regel auch mit dem mit der Stempelhilfe, dann ist das wirklich nicht so schwer, das nachzuziehen. Hier habe ich den kleinen Igel gestempelt. Auch hier habe ich das nachgezogen, aber ich habe ein Video davon gemacht, wie der Abdruck aussah direkt nach dem Stempeln. Und das werde ich wahrscheinlich heute Abend auf Instagram teilen. Also guckt da doch mal vorbei. Hier habe ich dann die Igel genommen aus Igelfreunde und habe denen auch Accessoires gegeben aus dem Rahmenset. Und habe dann einen Text aus zur Hochzeit genommen, nämlich für das Traumpaar. Und so ist das ein kleines Traumpaar. Das ist das letzte Produkt aus dem Release und ich glaube auch, dass das echt spannend ist, weil das nochmal ganz anders ist. Das waren sie also, all die Neuheiten, die da am Freitag kommen. Wie immer gilt, Freitag um 10 Uhr sind die Sachen dann bestellbar. Es kann sein, dass die vorher schon im Shop auftauchen, dann könnt ihr sie aber noch nicht bestellen. Ihr könnt sie wirklich erst ab Freitag um 10 Uhr bestellen. Vorher könnt ihr sie gegebenenfalls schon in eure Listen legen, sodass ihr dann von der Liste aus bestellen könnt. Das geht dann ein bisschen schneller. Also das passiert wahrscheinlich am Donnerstag, dass die schon online gehen und ihr sie euch nochmal ganz in Ruhe angucken könnt. Aber ab Freitag 10 Uhr sind sie dann online. Wundert euch nicht, wenn Freitag um 10 der Shop ein bisschen langsamer wird. Das ist beim Release leider so, weil dann der Ansturm sehr, sehr groß ist. Und obwohl wir mittlerweile einen größeren Server haben, schafft ihr es immer noch regelmäßig, den Shop fast lahmzulegen. Solltet ihr also ein paar Minuten Zeit haben, dann kommt vielleicht nach ein paar Minuten wieder. In der Regel ist es so ab 9:15 ein bisschen ruhiger. Und dann könnt ihr etwas mehr in Ruhe bestellen, wenn ihr nicht zu den allerersten gehören wollt. Wobei wir uns natürlich auch immer freuen, wenn dann um 10 schon richtig was los ist, weil wir dann auch um 9:45 schon anfangen, eure Bestellung zu packen, damit ihr die möglichst schnell in den Händen haltet. Wir können dann also nur die Daumen drücken, dass die Deutsche Post und DHL da sehr schnell sind und euch die Sachen so schnell bringen, dass ihr hoffentlich Samstag schon damit kreativ werden könnt. Dafür macht es natürlich Sinn, früh zu bestellen, aber ich kann euch versichern, ich habe von allem so viel bestellt, dass ich nicht erwarte, dass irgendwas schon nach wenigen Minuten ausverkauft sein sollte. Ansonsten bestelle ich wie immer sehr, sehr schnell nach. Damit war es das erstmal von mir. Ich hoffe sehr, dass das Release euren Geschmack trifft und bin schon sehr, sehr gespannt, was für Ideen ihr dann alle umsetzt. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit und hoffe, ich lese euren Namen am Freitag.